Wähle also das Leben, hören wir in Deuteronomium heute. Und Jesus selber spricht im Evangelium vom Leben gewinnen. Bei allem, liebe Schwestern und Brüder, was wir in diesen Wochen tun, in diesen 40 Tagen auf Ostern zu, dürfen wir dies nie vergessen. Es geht darum, das Leben zu wählen und Leben zu gewinnen, um nichts anderes. Das ist eine schöne Überschrift für die Fastenzeit. Aber wie macht man das? Wenn wir dann im nächsten Schritt dann fragen, ja, was sagt uns denn Mose, wie wir das tun sollen? Was sagt uns denn Jesus, wie wir das tun sollen? Dann sieht die Sache plötzlich schon ganz anders aus. Bei Mose werden wir gleich mit Geboten konfrontiert. Und das mögen wir heute gar nicht mehr. Wir mögen keine Gebote. Wir mögen auch keine sogenannte Verbotskirche mehr. Also die Kirche, die alles reguliert und überall ihren Kommentar dazu gibt. Und man muss das auch nüchtern sehen. Man kann das nachvollziehen, man kann das verstehen. Dass man das nachvollziehen kann, hängt hauptsächlich zusammen mit der Unglaubwürdigkeit der Amtsträger der Kirche. Daran kann kein Zweifel sein. Das ist das, was die Leute ärgert. Und das ist nachvollziehbar. Und da sollte sich auch der Prediger nicht ausnehmen. Aber lohnt es sich nicht, doch dahinter zu schauen, das Wort Jesu zu hören, was er von den Schriftgelehrten sagt? Das, was sie sagen, das tut, aber das, was sie tun, das tut nicht. Es geht ja nicht um eine Verbotskirche oder als würde hier Mose eine große Mauer hochziehen, hinter der man dann vielleicht auf ein paar Umwegen das Leben wählen kann. Sondern was Mose versucht, im Auftrag Gottes klarzumachen: Befolgt die Weisungen, die ich euch geschenkt habe, damit Leben wirklich gelingt. Und Jesus sagt es noch deutlicher. Leben gewinnen kann nur der, der bereit ist, aus sich selber auszuwandern. Wir sprechen heute so gerne, das ist vom letzten Konzil zu Recht inspiriert, vom Volk Gottes, das auf der Wanderschaft ist. Ja, aber das heißt zunächst mal für jeden und jede Einzelne, dass er sich und sie sich auf einen Exodus begeben muss. Jeden Tag muss man neu aus sich selber auswandern. Denn nur so lässt sich Leben gewinnen. Was heißt das? Aus sich selber auswandern heißt, aus seinen Lieblingsvorstellungen auszuwandern. Aus dem, was man meint, das Leben ist, auszuwandern. Aus seinen Lüsten auszuwandern. Aus seinen Vorstellungen auszuwandern, aufzubrechen. Wer mein Jünger sein will, der suche nicht sich selbst, sondern folge mir nach, sagt Jesus. Dazu müssen wir diesen Meister kennen und immer besser kennenlernen. Wir müssen auf sein Wort hören. Und vielleicht muss man dazu auch noch etwas sagen. Wir haben uns inzwischen gründlich angewöhnt und es ist ein, weil es so ein heimliches, oft genug ein heimliches Gift ist, aber es ist ein Gift, das niemanden unberührt lässt, dass wir doch in den letzten Jahrzehnten gelernt haben, das ist alles, was im Alten Testament sowieso, ist alles zeitbedingt. Und ob das, was wir da in der Bibel lesen, überhaupt stimmt, ist da nicht doch irgendeine herrschende Klasse dahinter, die sozusagen federführend war, auch bei den Evangelien. Und das geht so weit, dass wir heute schon Teile der Kirche haben, in den reformatorischen Gemeinschaften gibt es ganze Landeskirchen, die sagen, was Jesus hier sagt, etwa zu bestimmten Fragen, das ist zeitgebunden, das interessiert uns eigentlich nicht. Wir müssen uns heute den Problemen dieser Welt stellen. Ja, wir sollten das bewerten auf dem Hintergrund der Texte heute. Das ist kein Christentum mehr. Das muss man deutlich sagen, aber wir sollten uns darüber nicht erheben. Wir sind selber nicht besser. Wir kennen die derzeitigen Diskussionen, die es darum gibt, um Angleichung, um Anpassung. Aber es ist eigentlich ganz einfach. Wer Jünger Jesu sein will, muss auch an seinem Wort wiedererkennbar sein. Und zwar nicht, weil wir stur sind oder weil wir in irgendwas vernarrt sind, sondern weil wir zutiefst einen Wunsch haben. Den Wunsch jedes Menschen,
Leben zu gewinnen. Nutzen wir die kommenden Tage, liebe Schwestern und Brüder, um das zu tun, was Mose uns heute vorschlägt. Wählt also das Leben.